einfach gut angekommen. Und der Plauschaum läuft. Ich bin im Moment so in den Vorbereitungen drin. Ich werde noch auf Zürich den Ironman machen und nehme das als der Aargau-Marathon so als langen Lauf, ein bisschen als Vorbereitung. Ja, also ich mache hier mit im Zweierteam. Ich werde die erste Strecke machen, mein Kollege der Flo dann die zweite. Ich freue mich drauf, aber es ist noch recht früh. Ich hoffe, ich werde dann noch ein bisschen wach. Heute zum Laufen mit dem Aargau-Marathon, oder? Das ist sehr interessant und das ist mein erstes Mal hier. Ich war schon viermal im Marathon gewesen. Zum Beispiel Zürich-Marathon, der Jungfrau-Marathon und Berglauf auch. Wir erwarten, dass wir alle ins Ziel kommen, oder nicht? Sonnen vor allem. Wirklichkeit und trocken. Ja, und trocken vor allem. Und das ist ein schönes Muttertagsgeschenk. An dieser Stelle auch ein Dankeschön unseren Partnern. Presenting Partner der Hirslanden Klinik Aarau, die heute dann auch für das Warm-up wird zuständig sein und unseren beiden Hauptpartner Salmi und Valio. In einer Zeit von 2 Stunden 38. Hey, kann man führen? Da, Fantastisch, das gibt dir natürlich einen Kick. Wenn die Niederländer dort allgemein richtig resten, ist es super sein oder gehst du weiter? Also ich lerne dann bei der Fahrerau. Bei der Fahrerau, dann bist du in der Kategorie Halbmarathon. Genau. Viel, viel Erfolg. Nicht vergessen, der Warm-up von dieser jungen Enderdame von der Hirslandenklinik, von dort gerade unmittelbar zum Start wird die Amelie. Gut, machen wir. Danke. Fantastisch, Tobias. Viel Erfolg. Thank you.
Richtung, als die Aargauer Bevölkerung sich bewegt, rausgeht, unsere Landschaften kennenlernt und die selber genießt, und zwar laufend auf den vielen Möglichkeiten, die wir bieten. Und heute zwischen Bruck und Aarau können die Läuferinnen und Läufer das natürlich auch genießen. Teil werden es, ich bin überzeugt, alle werden es genießen. Auch die Vordersten, aber die Vordersten geht es um Rang natürlich und um Zeit. Spitzenläufer haben die Buddy in Küttingen passiert und das Spitzenduo ist nicht mehr gemeinsam unterwegs. An der Spitze jetzt allein mit der Nummer 20, der Aarauer Fabian Meyer. Er hat aktuell 15 Sekunden Vorsprung auf den Andreas Probst, auf den Deutschen. Also 15 Sekunden Differenz in Küttingen zwischen dem Läufer Nummer 1 und Nummer 2. Für den Ziellauf, das ist der Sieger vom Aargau Marathon 2018. Ein wahrer Heimsieg, der Fabian Meyer, der Aarauer, hat sich am Schluss können distanzieren und holt sich hier den Sieg daheim in Aarau. Gratulation, Fabian Meyer! Fabian Meyer, großartiger zweiter Platz. Wir gratulieren Platz 2 und Silbermedaille am Aargau Marathon 2018. Fabian, vor 2 Jahren hier gestartet auf Bruck, 5. Platz. Ja. Und von der ist vorbei. Ist das damals eine Enttäuschung gewesen, oder ist es damals schon ein sehr guter Marathon für dich? 5. Platz ist immer eine Enttäuschung, das ist klar. Aber es war für mich ein einmaliges Erlebnis gewesen. Vor 2 Jahren hier durfte ich starten, als ich daheim bin. Ja, bin übermotiviert eingegangen, hat mich unterwegs verblasen. Hat mir aber das Rüstzeug mitgegeben, um es heute besser zu machen. Und heute hier dürfen, wo ich immer noch daheim bin, zu finishen. Und da nicht als Käufer, sondern als Erster. Das ist wunderschön. Danke. Ein Applaus für den Sieger, Fabian Meyer. Grossartiges Rennen. Auf den letzten 5-6 Kilometern, was war der Unterschied gewesen? Ja, er hat angezogen, ich konnte nicht mehr mithalten, aber war gut. Eine harte, harte Arbeit heute. Oder wie war das von Anfang an? Lief es gut nach Plan, oder? Ja, lief auch eigentlich relativ gut, also relativ gleichmäßig gelaufen. Die Bedingungen waren auch eigentlich auch gut, also sehr lang gehalten. Ja, bin aber ganz zufrieden. Also, passt alles. Das freut uns. Dankeschön. Nochmals ein Applaus zum Platz 2. Andreas Probst, Gratulation euch beiden. Und in Kürze sollten wir dann auch schon die Zielankünfte von der weiteren Erwartung. Grüß miteinander. Super Marathon, viel Spaß und keine Verletzungen. Das ist das Wichtigste. Arlette, ein souveräner Sieg bei den Frauen. Ist das dein Ziel, das du heute im Bruck am 9. losgelaufen bist? Ja, nein, eigentlich. Also ich denke, schnell säckeln. Einfach schnell säckeln. Und hast du denn relativ schnell gemerkt, dass du schnell am säckeln bist? Ja, also ich habe vorgekommen mit 14 so. Und eigentlich wollte ich konstant also immer das gleiche Tempo laufen. Das war aber nicht möglich, weil es doch noch recht auf und ab ist. Ja. Hätte ich das aus dem Konzept gebracht, dass die 4-10 durchlaufen kannst, weil halt der Aargau-Marathon doch relativ kopiert ist? Oder hast du das mental nachher irgendwann ziemlich schnell beiseite legen können? Nein, das Problem war, also Bergauflaufen machen wir nicht, weil ich viel an Berg säcken. Das Problem war, die Berg durch ab, das habe ich recht gespürt in der Wand. Da habe ich mal gemeint, so die Achillessehne, habe ich gut gespürt. Also das heisst, die meisten finden das Bergauflaufen am schlimmsten, für dich war heute das Bergablauf am schlimmsten. Was ist das für ein Gefühl, als Siegerin von einem Marathon hier auf den letzten Meter gefeiert zu werden und sich selber ein bisschen feiern? Das ist super. Super, ja. Also Arlette, wir lassen dich ein bisschen durchschnaufen, gratulieren dir herzlich am 1. Siegerehrung und du hast jetzt ein bisschen Zeit zu warten, bis die nächsten Frauen ins Ziel kommen.
sich noch für die absolviert. Und verdienen sich den grossen Applaus Sebastian Sava und Flavio Zani aus Dietikon und Spreitenbach im Ziel. Gratulation euch beiden. Kollektiv Fabian Kessler, Stefan Fehlmann, Marc Thomann und ein ganz großer Applaus kommt für Jacqueline Keller aus Gebelstor. Sie gewinnt den Marathon in ihrer Altersklasse und sie ist 11. Total 3:33:22. Grossen Respekt vor dieser Leistung. Jacqueline Keller beendet den Aargau-Marathon wieder mit einer Wahnsinnszeit. Die Läuferin in der Kategorie Frauen W55. Yeah.